Deine Sims sind furchtbar hässlich? Keine Sorge, ich helfe dir. Die Augen sind das Wichtigste, deswegen starten wir damit. Ich mache die Augen ein wenig schmaler, um mir den perfekten Schlafzimmerlook zu verpassen. Als nächstes ist die Nase dran. Ich mache das Nasenbein ein wenig breiter, damit das nicht aussieht wie so ein schmaler Stift. Senke die Nasenflügel ein bisschen ab und verpasse hier eine süße kleine Stupsnase. Der Mund darf natürlich auch nicht fehlen, der rundet alles ab und wir wollen herzförmige, volle Lippen mit einem ganz leichten Lächeln. Beste Tipp für Proportionen: Zwischen den Augen muss immer so viel Platz sein, dass ein drittes Auge dazwischen passt. Die Kopfform stimmt auch noch nicht ganz, sie ist mir ein bisschen zu breit und deswegen machen wir die ein bisschen schmaler, sodass sie ein wirklich süßes, kleines Gesicht hat. Am Körper können wir natürlich auch noch ein bisschen was machen. Wir geben ihr ein bisschen mehr Poschi und ein bisschen mehr Oberweite. Perfekt.